Was? Bitte? Ich sag, ich bin so froh, dass ich sitze, diese Treppe. So. Ich hab ja gehofft, du holst mich ab. Jetzt ja, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich wollte auch noch bis hier vorne laufen. Ja, 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 ich wollte dich ja eigentlich abholen, hab ich aber leider nicht dran gedacht. Ja, jetzt ja, fällt mir wieder ja ein. Ich hatte gedacht, beide Fernbedienungen sind kaputt, aber es ist ja nur die hier. Ja? Naja. Janine, ja. Ich sag nur Dackel, Dackel, Dackel. Ja, ja wieso? Ja. Kann ich nichts mit anfangen. Nee, gibt's neue Folgen von Hausmeister Krause, oder? Ja, wie geht's los jetzt? 28. Ne? Nächste Woche Freitag. Karnevalsfreitag. Ja? Oh, Karnevalsfreitag, genau. Redet los. Wo wir alle sowieso total witzig drauf sind, dann haben wir gedacht, dann kommen wir mit den neuen Folgen. Ah, der Axel ist auch wieder dabei? Ja, sicher. Da spielt er wieder natürlich. Den. Der spielt wieder den intelligenten Tommy und alles bleibt im Alten. Hast du schon mal, ich meine, du spielst ja eine Friseuse in der Serie. Hast du schon mal. Nee, ich versuche ja meine Ausbildung da irgendwie zu beenden. Ach so. Ich habe schon 13 Mal durch die Prüfung gefallen. Ich habe da. Aber nur in der Folge. Ja, na klar. Oder in echt. Ja, in echt auch, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Nein, ich habe da mal irgendwie so einem Jungen die Haare geschnitten, der sah nachher aus wie ein Meerschweinchen. Der musste das auch vorher unterschreiben. Wie ein Meerschweinchen? Ja, ich kann das ja nicht. Das ist ja jetzt nicht so wirklich meine Abteilung. Macht ja nichts, aber vielleicht willst du noch teilnehmen an unserem Wettbewerb. Ja, ich wollte es dir anbieten, aber das Schwänzchen abschneiden kann ich. Ja. Also. Natürlich. Mensch. Freitags 21:45 Uhr auf Sat.1 kommt das wieder. Ja. Ne? Wie lange habt ihr gedreht? 2,5 Monate. Am Stück? Jeden Tag? Jeden Tag. Dackel, Dackel. Ich brauche doch eine längere Regenerationsphase. Ja? Komm doch mal vorbei und guck doch mal, was wir da so tun. Spiel doch mal mit. Ja, was? Ich soll da mitspielen? Du, da fällt mir schon was ein, was du da spielen könntest. Ne? Voll geil. Wenn der Axel mal keinen Bock mehr hat, ich weiß nicht, vielleicht hast du. Kann ich mit dir? Kannst du mal im Ruder spielen? Ja, natürlich, oder? Selbstverständlich. Ja. Ja. Da muss ich mir aber diese Rolle wirklich draufziehen. Wird man da, wenn man das dreht, da wird man doch bestimmt im Laufe dieser Drehphase immer 2 Monate jeden Tag. Meinst du, wird man ein bisschen bescheuert? Da wird man doch auch so, oder? Ja, ich glaube. Sprecht ihr anders auch in den Drehpausen? Oder geht das da echt so? Also ich bemühe mich immer sehr, mein Deutsch dann irgendwie beizubehalten. Aber ich glaube, wir sind sehr anstrengend für Menschen, die nicht den ganzen Tag am Set sind. Also abends ist dann wirklich, gut, wir sind dann auch sehr müde, aber man gewöhnt sich dieses Kölsch wieder sehr an. Ist so, ja? Mhm, leider. Aber Tom Gerhardt spricht doch auch normal so, oder? Oder spricht er? Nein, der Tom spricht ganz normal, aber in dieser Zeit, in dieser intensiven Drehphase, da wird man wirklich schon ein bisschen bescheuert, gerade am Set. Also ist dann schon ein bisschen anstrengend für alle. Was machst du jetzt nach der Drehzeit? Dann hängst du rum oder wie? Wäre besser gewesen, dann wäre ich vielleicht ein bisschen runtergekommen. Nein, ich habe dann mit Oliver Berben eine Sitcom gedreht und dann habe ich Balko gemacht und Die Sitte noch eine Sitcom. Und jetzt Balko dreh ich hast du auch gemacht und Die Sitte auch? Da durfte ich sogar schießen. Echt? Hast du eine Ausbildung da gemacht? Viele Schauspieler müssen ja eine Ausbildung dann auch nein, machen. Nein, so extrem war es da nicht. Also ich hatte da jemanden von der Polizei, der mir die Waffe erklärt hat, aber ich habe da auch nicht wirklich viel mit der Waffe getan. Also ja, ist immer gut, wenn Frauen keine Waffen in die Hand war, nee. Und jetzt drehe ich ab Mittwoch wieder einen Piloten. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Oh, darf man da mehr zu sagen? Nein, leider nicht. Die Janine Kunze Show, ja gerne. Oder wie? Besser. Janine. Janine. Ja, heißt das so. Leben beim Hausmeister. Ja, alle, die schon mal eine erfolgreiche Serie haben, heißt dann ja Rita. Ritas Welt, jetzt kommt Janines Welt. Nein, ich weiß es nicht. Also wir warten jetzt mal ab, aber ich drehe jetzt halt ab Mittwoch und wenn dann irgendwas passiert, dann aber bestimmt, weil lustig ist, ne? Ja, es geht. Ich muss auch ein bisschen weinen, aber es kann ja auch lustig sein. Na, musst du auch weinen? Ich muss auch weinen. Kannst du mir davon gleich ein Band mitgeben? Ja? Davon kannst du mir gleich ein Band mitgeben. Dann kann ich ein bisschen üben. Da, so. Guckst du Deutschland sucht den Superstar eigentlich? Also ich muss mich jetzt hier irgendwie mal outen. Ich will ja ehrlich sein. Ich habe am Anfang immer gesagt, wie kann man sich so einen Scheiß angucken? Bin ich ganz ehrlich. Und dann habe ich irgendwann angefangen, weil meine Freunde das alle geguckt haben. Und jetzt bin ich infiziert. Jetzt sitze ich also wirklich samstags vom Fernseher und gucke mir an, Deutschland sucht den Superstar. Ja. Und das nimmt mich auch sehr mit. Echt? Mhm. Und wer ist dein Favorit? Also ich glaube, der Alexander wird's. Ich muss aber auch mal... Ja! Ich finde, der ist ganz smart, ich finde, der kann singen, ich finde, der hält sich noch sehr zurück. Und ich meine, Robbie Williams, der ist jetzt ein Superstar, der ist jetzt richtig geil. Der sieht aus mal wie ganz ehrlich, bei Take That sah der auch noch nicht so gut aus, Leute. Der Robbie Williams? Der ist ja auch, ja, wie, der ist ja auch später erst geworden. Wie, der sieht besser aus als bei Take That? Wie ist das denn?
Ja, der hat sich gemacht, hör mal. Der hat jetzt gute Maskenbildner, gute Stylisten. Ja. Ich glaube, es ist im Alexander, kann man was machen. Ja. Ja, Alexander, aber das ist... Ja. Doch, aber jetzt mal ganz im Ernst, von den Leuten, wer fliegt, die dabei, wer fliegt denn bei der nächsten Sendung raus? Wer fliegt denn als nächster raus? Daniel! Nein! Vergessen Sie es. Es polarisiert doch sehr. Ja. Es geht mir jetzt aber auch nur darum, ich muss sagen, ich finde den ja sehr witzig. Ich finde echt, der hat was. Ich finde, dem könnte man eine richtig geile Comedy-Show geben. Nur, es geht ja um Gesang. Und nee, nee, Moment. Das hat keiner gesagt, dass es um Gesang geht. Da steht Deutschland sucht. So, da steht, nee, Deutschland sucht den Superstar und nicht Deutschland sucht den besten Sänger. Ja, gut, das mag sein, aber. Also, Sendung heißt ja nicht Deutschland sucht den besten Sänger, der aussieht wie Ralf Schumacher. Aber ich glaube, ja? Das war so Grundintention. Die Sendung heißt ja Deutschland sucht den Superstar. Oder? Aber ich glaube, wenn es um Gesang gehen sollte, dann sollte jemand anders gewinnen. Ja. Glaube ich. Ja, wieso hast du da eigentlich nicht mitgemacht? Naja, brauchst du ja nicht mehr. Stimmt. Blöd. Was soll ich denn da mitmachen? Was soll ich denn da machen? Ich dachte jetzt, das wäre irgendwie... Nee, ich mach da nicht mit. Ich gucke. Ja. So ist es aufgetan. Ich gucke, die anderen machen. Ja. Gut, dann heißt es ja, bei der nächsten Sendung Deutschland sucht den Superstar wird es ein bisschen traurig für dich, denn Juliette fliegt raus. Ist das so? Weißt du das schon? Ja, Juliette fliegt raus, oder? Guck mal hier, wahrscheinlich doch nicht. Wieso? Oh, ich meine, die ist ja auch ganz süß, aber so langsam. Es fliegt doch auch gar keiner mehr. Wie, es fliegt keiner mehr? Es ist doch jetzt nur noch eine Sendung, oder habe ich das falsch verstanden? Es ist doch jetzt nur noch eine Sendung und einer von denen gewinnt. Und ich meine, richtig rausfliegen tut ja jetzt keiner mehr, oder? Mir ist egal. Ist mir alles egal. Sag mal, ich habe ein Restaurant aufgemacht. Ich würde mich freuen, wenn du uns mal besuchen. Du hast ein Restaurant aufgemacht? Genau, ich dachte, ich schiebe das mal noch so ganz nebenbei jetzt so ein. Echt? Du hast ein Restaurant? Wo denn? Wo denn? In Köln, Fallstraße, ja. Romeo Matto. Ja, komm schon, krieg ich umsonst? Ich wollte, ja, natürlich. Umsonst, ja, okay. Wenn du es kochst. Auch unsere Zuschauer, ja, auch alle essen umsonst? Alle Mann, bitte alle mal. Alle essen umsonst, genau. So. Ja, dann freue ich mich. Mich auch. Kannst du das nächste Mal kommen, wenn du pleite bist, ja? Und, das war's dann für heute. Wir machen gleich weiter mit unserem Friseusen-Casting. Janine Kunze, vielen Dank. Dankeschön. Ich fahre dich noch zurück. Ja.